Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In der letzten Folge haben wir es ja geschafft, einen Levelaufstieg zu bekommen. Und den werde ich jetzt mal eben machen. Jetzt auch 9 Lernpunkte, das finde ich schön. Was hatte ich denn festgestellt, was ich steigern musste? Da waren so ein paar Dinge, die wollte ich jetzt ein bisschen mehr steigern. Das Charisma kann, glaube ich, mehr betragen, wenn ich mir das so anschaue. Die Willenskraft müssen wir auch mal steigern. Und ich würde gerne mehr Lebensenergie und mehr Ausdauer haben. Müsste ich rein theoretisch Konstitution steigern. Oder aber Geschicklichkeit, die dann auch wieder mehr in Richtung... Ja, komm, machen wir mal. So, dann... Ja, finde ich gut. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir jetzt Magie schon... ich glaube, mit Level 14 kriegen wir wieder einen Magieanstieg, ne? Ja, so langsam wird es hier besser, aber hier muss wirklich mehr rein. Ich habe ziemlich viel in die Ausdauer gepackt, immer bewusst, weil Ausdauer ja so eine Sache ist, die eben halt die Tragfähigkeit und alles beeinflusst. Kann man schnell speichern, die wissen ja nicht, ne? Okay, und jetzt können wir mit Merzul sprechen. Wobei ich mich frage, ob der vielleicht Merzul eigentlich gesprochen hat. Ich sag mal Merzul, aber dann klingt er wie Ner'zhul aus World of Warcraft. Okay, das müsste ja jetzt hier dieser Teleporter sein. Ach, guck mal, der sitzt jetzt auch. Ah. Mal gucken. Ja. Wow. Wow. Oh Gott, das ist hier aber auch nichts für Leute mit Höhenangst, ne? Oh. Oh, oh. Also in echt könnte ich da nicht drüber gehen. Und jetzt? Ah, oh, cool. Das ist ja mal cool gemacht. Der Boden ist durchsichtig. Nein, wie krass ist das? Cool. Ja, komm hier. Merzul. Willkommen. Wie mir berichtet wurde, habt ihr Melvin gut zur Seite gestanden. Ihr seid begabt, das habe ich gleich gesehen. Und ich bin mir sicher, dass eure Fähigkeiten schnell wachsen werden. Übrigens kommt ihr gerade recht. Wisst ihr noch, was ich euch von Narazul Arantheal, unserem Ordensführer, berichtet habe? Ich habe endlich eine Möglichkeit gefunden, mit ihm in Kontakt zu treten, ohne dass wir dafür wissen müssen, wo er gefangen gehalten wird. Die falschen Göttlichen besaßen einst magische Silberplatten. Diese ermöglichten es ihnen, stets miteinander in Kontakt zu bleiben, auch über große Entfernungen hinweg. Und wir können die Platten dazu benutzen, Arantheals Aufenthaltsort herauszufinden. Die Sache hat nur einen Haken. Wir besitzen keine Silberplatte. Und insgesamt wurden nur 7 von ihnen gefertigt. Eine für jeden der Göttlichen. Wir wissen, dass sich in jeder der 7 Hauptstädte des ehemaligen Reiches eine solche Platte befindet. Demnach liegt die einzige von ganz Nerim in Erotin. In des Kanzlers Thronsaal, um genau zu sein. Aber mitten in Baratheons Thronsaal zu laufen, um sich dort mit dessen Erzfeind zu unterhalten, wäre mehr als nur tollkühn. Es sei denn, ihr wünscht euch einen schnellen Tod. Ja, ich habe mir schon fast gedacht, es wird jetzt eine interessante Aufgabe wahrscheinlich. Habt ihr schon einmal etwas von der Stadt Stormwind gehört? Sie war die Hauptstadt von Tirmatral, das später auch Arkwend genannt wurde. Ein weiteres Reich der Götter. Doch vor ungefähr 80 Jahren erschütterte ein gewaltiges Beben den Kontinent. Natürlich keines von natürlichem Ursprung. Wir vermuten, dass es durch die gleiche arkane Instabilität ausgelöst wurde, die wir auch hier in Nerim finden und die unter anderem für den Energiestau im anderen Sanktum verantwortlich war. Große Teile Arkwends versanken bei dem Beben im Ozean und von der Hauptstadt Stormwend blieb nichts als eine Ruine. Die wenigen Überlebenden verließen Stormwend danach, das ganze Land wurde entvölkert. Dennoch müsste sich die Silberplatte immer noch dort befinden, im Turm der Götter. In den Ruinen Stormwends. Diese Silberplatte ist für uns am ehesten erreichbar. Ich bin mir nicht sicher, ob man sie bergen und mitnehmen kann, aber zumindest könnten wir Arantheal kontaktieren und ihn fragen, wo er festgehalten wird.
Ihr und Kim werdet dorthin gehen und dies erledigen. Dass ihr bei den Arkan-Golems Erfolg hattet, zeigt mir, dass ihr dieser Aufgabe gewachsen seid. Ist klar. Das wird auch nicht einfach werden. Aber nichts ist jemals einfach. Von Erutin aus fahren jedenfalls keine Schiffe nach Stormwind. Das Nordreich besitzt keine ausreichend großen Häfen. Und im Südreich brauchen wir es erst gar nicht zu probieren. Ich habe allerdings von einigen, nun ja, Seefahrern aus Wellenfels gehört. Sie fahren mit ihrem Schiff öfters Arkwend an, nehmen dort alles mit, was ihnen nützlich oder wertvoll erscheint, und verkaufen es in Nerim. Nun gut, es sind Plünderer. Aber gegen eine entsprechende Entlohnung nehmen sie euch und Kim sicherlich mit. Wellenfels liegt an der Ostküste. Diese Gegend ist wesentlich gefährlicher als die hiesigen Gefilde, also gebt um Himmels Willen Acht. Hinter dem Sanktum gibt es einen Pass durch das Gebirge. Das ist der schnellste Weg. Kim ist bereits über alles unterrichtet und wartet unten auf euch. Durchquert zusammen den Pass und schlagt euch anschließend nach Wellenfels durch. Versucht, die Plünderer dazu zu bringen, euch nach Stormwind zu schaffen. Danach sucht die Silberplatte in den Ruinen des Turms. Wenn ihr sie gefunden habt, nehmt mit ihrer Hilfe Kontakt zu Arantheal auf. Wenn ihr uns sagen kann, wo sie ihn gefangen halten, wäre uns viel geholfen. Viel Glück euch beiden. Okay, das ist... ja, das hatten wir alles schon gefragt. Ja, das hatten wir eigentlich alles schon gefragt. Okay. Ja, das ist aber jetzt... weiß ich gar nicht, ob wir das tatsächlich schon machen können. Oder machen sollten. Oder ob wir erstmal andere Dinge tun. Die Frage ist jetzt auch wieder, haben wir noch eine Wahl? Wie bei der Quest jetzt eben wurde das ja in die Wege geleitet. Wobei jetzt sagt ja nur, wir müssen nur mit Kim reden. Vielleicht solange, wenn wir so lange nicht mit Kim reden. Ah, Kim ist schon da. Okay. Andererseits können wir die Quests vielleicht auch mit ihm als Begleiter machen. Der wird uns wahrscheinlich nur drängen, dass wir dann doch endlich mal die Hauptquest angehen. Gähnt der? Ist jetzt die Frage, bleibt der hier die ganze Zeit sitzen? Wenn wir anderen Quests nachgehen? Ich weiß es nicht. Was macht der da? Gähnen, essen, trinken? Ich hab keine Ahnung. Da seid ihr. Bist du ja. Merzul hat dir alles erzählt, ja? Ich habe gerade Melvin getroffen und er meinte, dass du dich verdammt gut geschlagen hast. Ist das nicht großartig hier? Merzul hat gesagt, dass wir Begabte sind und dass es nicht viele wie uns gibt. Gerade noch war ich ein Sklave und nun etwas Besonderes. Vielleicht wendet sich ja doch noch alles zum Guten. Vielleicht war die Zeit in Sildren nur eine Prüfung für mich. Jetzt sollten wir aber losmachen, nicht wahr? Wir sollen durch den Pass im Osten gehen und dann... Oh, das weißt du ja sicherlich alles schon. Tja, dann bitte. Du hast den Vortritt. Okay. Okay, er ist Fernkämpfer, so wie es aussieht. Ja, dann gehen wir mal raus. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt eine blöde Idee ist, das schon anzugehen. Also ich meine, wir sind ja gerade mal Stufe 12, ne? Wir haben noch nicht mal alles hier noch nicht mal alles hier erkundet. Wir haben noch zig Quests vor uns. Andererseits, könnte das natürlich auch spannend sein. Ich werde mal kurz einen Blick in meine Truhe werfen. Ich glaube, ich hatte hier gar keine Waffen mehr, ne? Das war's. Das Hemd lagern wir mal ein. Das ist Charisma und Magika. Ich will jetzt nur mal eben schnell hier alles, was wir nicht brauchen. Ja, das würde ich schon gerne. Das hat keine Ladung mehr. Der hat noch... Oh, der hat auch nicht mehr viele. Dum, dum, dum. Ich brauche noch zwei. So. Das ist echt jetzt etwas unerwartet. Gut, wir können unterwegs alles Mögliche sammeln und dann... das schmeißen wir mal hier rein. Ich will ein bisschen Platz.
Gewichtsplatz sammeln. Können wir das da reintun? Ja. Das sind so Sachen, die brauchen wir halt nicht unbedingt mehr, ne? Also... das bemalte Papier, das hat sich eigentlich auch erledigt, aber ich lasse es mal dabei. Die Wegbeschreibung zum Sanktum brauchen wir auch nicht mehr. Den Umschlag brauchen wir auch nicht mehr. Ja, die Schlüssel nehmen kein Gewicht ein. Die Seelensteine haben wir noch gar nicht benutzt, weil wir keine Seelen bisher... also wir haben das noch nie gemacht. Ja, ich brauche nicht 14 Spitzhacken, wenn wir da... ne, also... okay, den haben wir auch immer noch nicht genommen. Mal kurz gucken, ob hier noch... das sind diese Roben. Wo ich immer noch überlege... ...15 Punkte Lebensenergie, ne? Das ist echt schwierig, finde ich. Komm mal her, du. Der Magie zu Ehren. Ich grüße euch. So, aufladen. Was würde das denn kosten, alles aufzuladen? Das 6, das 240. Okay, das machen wir auf jeden Fall mal. Ich habe keine Ahnung, wie viel Gold ich noch habe. Ist das mein Gold, was ich noch habe? Ja, ich glaube ja. Dann lassen wir es mal. Ja, okay. Irgendwas, was ich hier verkaufen kann? Was? Nee, komm, ich guck mal gerade, ob sie noch irgendwas hat. Ich glaube, sie hatte auch nur den Kram, den ich ihr verkauft habe, ne? Arkansteine habe ich selber noch welche. Die Rune brauche ich nicht. Teleport-Rune habe ich noch 4 Stück. Boah. Okay. Boah, sollen wir das jetzt echt machen? Ich bin so ein bisschen unschlüssig. Hier müssen wir hin. Ostpass. Ja. Guck mal gerade in die Quest. Dann sollten wir durch den Ostpass nach Wellen. Der Pass und das Dorf in der Karte. Ja, komm, wir machen das jetzt. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist. Oder ob es eine blöde Idee ist. Keine Ahnung. Wenn es eine blöde Idee ist, dann sehe ich das auf dem Weg. Dann kann ich immer noch vielleicht umkehren. Oder so. Ich weiß es nicht. Irgendwo müsste... ich wollte gerade sagen, irgendwo ging der Weg hier nicht auch mal in Richtung Osten? Ging hier nicht mal ein Weg in Richtung Osten? Ja, in Richtung Sildren. Aber das ist eher Süden. Nach Sildren will ich ja jetzt nicht unbedingt. Ich guck mal gerade auf der Karte. Nee, auf der... ah, okay. Aber hier ging doch ein Weg ver... ich habe den wieder nicht... ich habe den wieder verpasst, ne? Ja, ist es manchmal mit der Orientierung. Ich weiß nicht, habe ich den falschen Ausgang genommen? Kann man aus dem Sanktum auch in Richtung Osten raus? Wahrscheinlich. Könnte ja auch noch mal in die Höhle, ne? Von... für diesen Trank. Andererseits für einen Trank, weiß ich nicht, ob sich das lohnt. Hier noch mal? Hier ging noch ein Weg, genau. Ach, den habe ich schon wieder eben verpasst. Ja. Wellenfels. Ja, steht ja auch hier drauf. Ist der Weg nach Wellenfels.
Dann gucken wir mal, wie viele irgendwie kranke Viecher uns jetzt wieder angreifen, wie der da. Und es ist schon spannend, in welche Richtung sich das so langsam entwickelt. Also, dass ich jetzt vor allem auch einen Begleiter habe, finde ich ganz cool. Also, Kim ist ja... Das ist eine perfekte Gelegenheit für einen Hinterhalt, ne? Ich speichere mal, ich traue dem Ganzen hier nicht. Ja, ich weiß, ich speichere ziemlich oft. Aber ich bin ein Schisser. Guck mal hier. Ich weiß jetzt nicht, was das ist. Aha. Gehen wir mal über die Brücke. Gucken. Ich weiß nicht, ob das noch zum Sanktum hier gehört. Der Turm ist nicht... Ja, oh Gott, der grinst auch so. Das erinnert mich an den allerersten Begleiter, den wir hatten. Scheiße. Ich sag doch, hier sind irgendwelche Banditen. Finde ich super, dass sie ihn zuerst angreifen und nicht mich. Oh nein, Entschuldigung. Verdammt, jetzt habe ich... Ich wollte dich nicht angreifen, Kim. Es tut mir leid, Entschuldigung. Hier irgendwo ein Banditenversteck ist, müssen wir das ausräuchern. Okay, einmal rum. Und er hat so eine schicke Templerrüstung, die ich ja auch voll gerne tragen würde, die mir aber so wenig bringt. Eistranke. Ja, diese Pflanzen finde ich super. Na da. Da ist doch. Na, nicht ausweichen hier. Oh. Kim, du musst auch was tun. Du musst auch kämpfen. Ich meine, du hast doch einen Bogen. Wie wär's mal mit kämpfen? Kim? Hallo? Er heilt mich. Ja, danke, dass du mich heilst. Das ist schon mal etwas. Unverziertes Eisenlangschwert. Das nehmen wir mal mit. Kannst du mich nochmal heilen? Kannst du mich nochmal heilen? Komm, gehen wir nach Wellenfels und suchen das Schiff. War mich. Was? Das interessiert dich? Oh, nun, wo soll ich da anfangen? Also, bevor ich ein Sklave in Sildren war, lebte ich bei meinen Eltern. Mein Vater war ein Priester und er lehrte mich jeden Tag, Gehorsam gegenüber unseren Göttern zu zeigen. Ich musste die Lehren aller sieben Götter auswendig lernen. Und wenn ich mich an etwas nicht erinnern konnte, dann wurde ich geschlagen. Und dann, eines Tages, kamen meine Eltern nicht mehr nach Hause zurück. Auf den Straßen herrschte eine Revolte wegen irgendetwas. Und dort sind sie hineingeraten und kamen ums Leben. Ich wusste, dass es Vorherbestimmung sein musste. Etwas, das die Götter getan haben. Und dass es gut für mich war. Das war so eine Art Prüfung, denke ich. Auch was danach kam, als ich an die falschen Leute geriet und dann in Sildren endete. Ich habe durchgehalten. Und dann kamst du und die Prüfung war beendet. Eben war ich noch ein Sklave, nun aber bin ich etwas Besonderes. Das ist so neu. Ach, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Trotzdem danke, dass du mich da rausgeholt hast. Das bedeutet mir wirklich viel. Okay. Grins. Ich muss mal gerade was am Sound machen. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist gerade, aber die Lautstärke... Oh, der hat die Lautstärke wieder total hochgepowert. Die hatte ich eigentlich runtergedreht. Ich muss auch die mal... Die Schrittlautstärke brauche ich, aber... Boah. Die Musik ist manchmal hier echt mega laut. So, das hat mir gerade richtig in den Ohren gedröhnt. Okay, nein, ich möchte gerne mal ganz kurz, weil
Auch wenn er mich geheilt hat so ein bisschen. So richtig viel war das jetzt nicht. Dazu habe ich zu viel verloren. Es ist ein bisschen komisch. Ich habe jetzt gedacht, der würde mich unterstützen im Kampf. Also, dass er kämpfen würde. Aber scheinbar heilt er nur. Ich meine, prinzipiell ist Heilung ja nicht schlecht. Aber Silduna-Stollen. Okay, Eisenpfeile, die lassen wir mal drin. Und den Hammer lasse ich jetzt auch mal drin. Oh, Kim, du solltest schon was tun. Ja, jetzt hat er sich geheilt. Ist natürlich schön, aber... Ja, mir wäre das recht, wenn er... okay, wollten die hier gerade kochen? Ich weiß jetzt nicht, in den Silduna-Stollen, dann sind wir wieder Stunden und Stunden und Stunden in diesem Stollen, nehme ich an. Sinuna, nicht Silduna, okay. Ich guck trotzdem mal kurz rein. Dann gehen wir aber nach Wellenfilz, versprochen. Okay, er kann nicht schleichen. Brenn. Stirb. Renn einfach und fall um. So. Oh, Kim heilt sich. Das ist schön. Echt, ey. Der macht nix. Kann er schleichen? Nee. So viel zu, ich schleiche. Der kann nämlich nicht schleichen. Der ist ungefähr so schleichend unterwegs wie... Ja. Ja, komm. Stirb. Der hat nix. Also zumindest vom Level her werden wir damit jetzt, denke ich, leichter fertig. Aber, es ist, wenn da so Schaden auf uns kommt, dann, ja. Aber wir heilen uns auch jetzt besser hoch. Also... Und das Magika-Regenerieren funktioniert auch ein bisschen besser. Okay, ich gehe mal langsam. Ich will ja nicht... Oh Gott. Hier ist eine Erzader. Die Spitzhacke ist kaputt gegangen. Okay, ist aber nicht so schlimm. Ich habe jetzt eh nicht vor, die ganze Zeit hier Eisen abzubauen. Okay. Oh Gott. Ich fände es echt super, wenn... Der hat ein Stahlschild. Er wiegt 16. Wir können zwar noch mitnehmen. Und er hat einen Kettenkürass. Den nehmen wir auch mal mit. Vielleicht können wir ja Sachen in Wellenfels verkaufen. Käsestück, Karotte, Brot. Ja, hier ist nichts. Ah, schön schleichen, weil... Selbst wenn Kim nicht schleichen kann, wir können ja schleichen. Und dann können wir vielleicht ein bisschen schleichender angreifen. Oh, es sind gleich zwei. Das ist ein bisschen kritisch. Vor allem, weil Kim nichts tut. Könntest du vielleicht mich auch nochmal heilen? Nee. Jetzt habe ich kein Mana mehr. Aber ich glaube, meine Heilung... Oh, die geht fast einmal komplett durch. Wow. Das ist nicht schlecht. Lichtfunke. Ich brauche ja nicht mehr so viel.
So. Das ist mittlerweile mit der Heilung ganz gut. Ja, doch. Nee, den will ich nicht. Rolle der Elemente. Dietrich. Das finde ich gut. Stahlbeinschienen. Oh, das wiegt echt alles ganz schön viel. Aber wenn ich das mal mitnehme, wenn ich das verkaufe. Leder nicht. Nee. Ich gehe mal ins Schleichen. Wow. Da ist noch was. Truhe. Gold. Eisenbartaxt. Die macht nur 4 Schaden. Sieht aber sehr gefährlich aus. Faules Brett. Alles, was ich abbauen kann, was ich jetzt hier mitnehmen kann, kann ich in Wellenfels verkaufen. Und vielleicht, ne? Wissen wir ja nicht, was wir alles brauchen, um da eine Passage zu buchen. Das ist vielleicht gar nicht so billig dann, ne? Eine Schaufel. Ja, komm, ich nehme auch nochmal mit. Ich finde ja nochmal diese Genesungstrank, auch wenn er ranzig ist. Ist nichts, aber da könnte noch. Und nochmal Eisenerz. Okay. Und im Zweifelsfall haben wir hier eine. Basis ein wenig ausgeräuchert und ein bisschen was platt gemacht und ja, die Wege ein wenig gesichert. Hoffe ich. Ja, da war ich. Okay. Okay, damit haben wir es dann hier. Hat ein bisschen gedauert, aber so lange jetzt auch wieder nicht. Und da geht's auch noch. Ah. Okay. Wo sind wir denn jetzt gerade hier? Nur mal so einen Blick auf die Karte zu werfen. Ostpass. Ach, dann sind wir jetzt hier auf der richtigen. Den richtigen Weg. Okay. Ich speichere nochmal. Siehste? Siehste? So. Das kriegen die nicht mit? Erstaunlich. Kim, wie wär's mal, wenn du kämpfst? Der kämpft nicht. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist. Altes Haus, du musst auch mal kämpfen hier. Ich kann nicht immer für uns beide kämpfen. Wir kriegen mehr Gegner. Oh Mann. Der kämpft nicht. Der kämpft einfach nicht. Mal gucken. Vielleicht, wenn ich die nächste Folge aufnehme, vielleicht wird es dann besser, dass er dann auch was tut. Dass das jetzt irgendwie nur ein Fehler ist. Weil, keine Ahnung. Oh. Wenig Mana, ja. Hm. Ja! Ja! Ey, jetzt hab ich nicht. Auch gut. Okay. Puh. Haben die alle wieder nur 1 oder 2 Gold mit? Naja, gut. Drei Gold! Man muss sich nur beschweren, ne? Spitzhacke. Ja, gut, da haben wir ja eine verloren. Dann kann man eine neue mitnehmen. Was ist das hier? Gebratene Ratte. Nehmen wir mal mit. Hier ist nichts. Okay. Ich speichere nochmal schnell, bevor ich weitergehe.
Wobei, eigentlich wäre das jetzt hier vielleicht wieder eine gute Gelegenheit, die Folge zu beenden. Immerhin, ne? Wir haben hier ein Feuer, haben so ein paar Koboldleichen da rumliegen. Kim guckt grimmig. Besser als dieses blöde Grinsen, was er eben drauf hatte. Aber du könntest mal deinen Bogen da auch benutzen als Haus, ne? So, dann machen wir hier einfach mal einen Cut. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Und falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch oder ein Abo da. Und falls nicht, wie immer, in die Kommentare bitte. Und wenn's alles klappt, sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut, tschüss, ciao und bis dann.